Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Wie Let's Play zu Alan Wake, meine Freunde. Ja, ich bin der Fuchs für euch und ich freue mich, dass ihr hier heute am Start seid dieser wundervollen neuen Geschichte. Ich wünsche euch viel Spaß hier beim Zuschauen. Der Anhalter wird jetzt vom Dunkel kontrolliert. Man kann ihn nicht verletzen. Die Dunkelheit schützt ihn vor jeglichem Schaden. Nur Licht kann die Dunkelheit vertreiben und ihn wieder verwundbar machen. Hier die Lampe. Richten Sie die Taschenlampe auf ihn und vertreiben Sie die Dunkelheit. Gut gemacht. Jetzt wird er nicht mehr von der Dunkelheit geschützt, aber sie ist noch in ihm, sie steuert ihn. Er kann nicht gerettet werden, er ist eine Bedrohung, er ist ihr Feind. Hier, nehmen Sie die Waffe. Sehr gut. Vergessen Sie nicht, was Sie gelernt haben. Das ist alles. Ich gebe Ihnen jetzt Ihren Traum zurück. In dem Albtraum übernahm eine furchtbare Dunkelheit die Welt. Der Leuchtturm war der letzte sichere Ort auf Erden. War noch so weit weg. Oh, das fängt ja schon mal schlecht an. Ah, viele. Richtmunition. Kann man auch einfach versuchen wegzurennen, ne? Wenn nicht immer die Lampen ausgehen wollen. Also er muss sich schon mal ein bisschen zusammenreißen, ja, und mal rennen. Also wenn ein Monster in der Mail, dann muss man schon ein bisschen was geben und nicht also wie so ein Rentner rennen. Was? Auf geht's, mein Freund! Renn doch mal! Du kommst ja vor, als wenn du, weiß ich was, wenn du eingekackert hast. Los, rein in die Kirche, in den Leuchtturm meine ich. Thank you.
Baby, war nur ein Albtraum. Alles ist okay. Du bist eingenickt. Ja, mehr als eingenickt wäre ja auch mal etwas Neues. Freu dich, Liebling. Wir sind da. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr schöne Geschichte bis jetzt. Welcome to Bright Falls. Tun wir so, als wären wir im Urlaub. Stell dich neben den alten Herrn. Ich mache ein Foto von dir mit der Stadt im Hintergrund. Okay, ich sag dir auch einen Titel für das Bild. Ein Städter, kurz bevor er von einem Bär gefressen wird. Hi. Hallo, schön, dass Sie gerade jetzt unsere Stadt besuchen. In 2 Wochen ist Hirschfest. Hirschfest? Hast du das gehört, Schatz? Ihre Frau ist sehr hübsch, wenn ich das sagen darf. Mein Name ist Pat Maine. Schön, Sie kennenzulernen. Ja, ich bin Alan Wake. Ich habe einen berühmten Schriftsteller wie Sie natürlich erkannt, Mr. Wake. Es ist mir eine Freude. Ich bin eine echte Leseratte. Ich will mich wirklich nicht aufdrängen, aber ich moderiere die Abendsendung beim lokalen Radiosender. Bekomme ich vielleicht ein Interview? Wissen Sie, Mr. Maine, ich mache hier Urlaub. Eigentlich wäre es mir am liebsten, wenn meine Anwesenheit unter uns bleiben könnte. Das verstehen Sie doch sicher. Natürlich, verlassen Sie sich auf meine Diskretion. Ich bin nicht schwer zu finden, falls Sie Ihre Meinung ändern. Ich wünsche Ihnen beiden einen schönen Urlaub. Was hat er denn da mit seiner Hand? Wie er sich so hingerät hat, wie so ein Roboter. Seine Hand wehgetan? So, gleich haben wir es geschafft. Wir sind gleich mit unserer kleinen Fähre hier. Finde ich ja toll, sowas. Auf so einer süßen Fähre war ich bis jetzt noch nie, ja. Das ist bestimmt toll. Also auch würde mich mal sowas interessieren, nach Amerika zu fahren. Das ist, sieht schön aus. Das leider gibt es da wahrscheinlich kein Internet. Fresh Seafood. Aha. Fischerhafen. Paint Jobs. Wie sieht's aus? Schön. Das sieht zwar aus, als wenn das Haus brennt. Stimmt nicht. Wahrscheinlich Jenkins, die Räucherei. Ja, da kommt schon der Festtagswagen. Hirsch drauf. Toll. Wenn ich Zeit habe, werde ich bestimmt das Fest besuchen. 68. Fest. Wow. Eine Tradition. Wackelt bloß ein bisschen der Hirsch. Sehr schön. Ich habe ein paar echt gute Fotos gemacht. Und wie ich sehe, hast du einen Freund gefunden. Wie süß. Genau. Ja? Hey, Superstar. Wie geht's meinem Lieblingsschriftsteller? Seid ihr schon da? Barry. Ja, sind gerade angekommen. Werdet ihr von Einwohnern belästigt? Sag Bescheid, dann springe ich ins Flugzeug und sorge dafür, dass man euch in Ruhe lässt. Nein, Barry, alles okay. Sehr gut. Ich will nur sicher sein, dass du dich erholst und deine Akkus auflädst. Und wie ist es so? Hat dich die Natur schon inspiriert? Barry, wir sind gerade angekommen. Okay, Elf. Ich frage später nochmal nach, ob bei euch alles in Ordnung ist. Und du meldest dich, wenn es ein Problem gibt, okay? Okay. Ich will nur dein Bestes, Kumpel. Wir hören uns später. Ich hab dich auch lieb, Barry. Du weißt doch, dass er dich alle 5 Minuten anrufen wird. Barry ist Barry. Ich kann das Telefon immer noch ausschalten. Siehst du? Eine SMS von Barry.
Er lässt dich auch schön grüßen. Alan, wir sind da. Komm zurück zum Auto. Welches Auto besitzen wir? Ich hoffe, diesen schönen weinroten. Ja, meine Freunde, da kommen wir auch wieder schon zum Ende für diesen Let's Play hier. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, meine Lieben. Wenn du heiß bist auf die Geschichte, wie es weitergeht, dann ja, lass mal ein Abo da und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Fuchs. Ciao.